Wo seid ihr denn? In der Werkstatt. Ja. Wir haben gleich, biegen gleich am Kreisverkehr ab. Könnte ja nicht mehr so weit weg sein, ne? 3, 2, Ah, da. 1. Hi. Oh, tschüss. Soll ich warten? Nee, nee, alles gut. Ich bin Kannst da. rüberziehen. Jetzt geht die Hupe nicht mehr. So scharf sind die Kurven nicht, dass du im Gegenverkehr fahren musst. Nee, ich gucke gerade, mein F3-Navi zeigt nicht in Fahrtrichtung, sondern gegen die Fahrtrichtung. Ah ja. Ich hab gerade auf mein Handy was geguckt, falls du mich meintest. Nee, ich meinte schon mal, Jungs. Nee, mein F3-Navi zeigt in die Gegenrichtung. Boah. Guck mal, 5. F5? Ah ja, jetzt. Okay, danke schön. Benni fährt ganz jetzt schon ganz lange vorne. Keine Tankstelle mehr. Ja. Da war doch gerade eine. Oh. War toll. Jetzt hat er ihn kaputt gemacht. Benni war's. Stopp, Benni. Das gibt für dich heute Abend wieder Brokkoli, ey. Lecker. Hey, heute mal nischt. Übrigens, Mario. Hm. Es gibt jetzt in Fall Guys Season 2. Ich weiß. Da gibt es neue Spiele. Das eine Spiel ist absoluter Müll. Danke. Bitte. Wohl eigentlich gesagt, weiß, aber. Okay. Ja, macht ja nichts. Wir sind gleich schon in Vasa. Ja, Knusper, Knusper, Knasa. Wer knackt, wo ist das? Was der vorher noch nicht kam, war eigentlich komisch. So, wo bleibt denn hier? Ich bin on the road. Das sehe ich gar nicht. Falsches Spiel. Wir sind ein kleines Stück hinter dir. Vielleicht habe ich mich überschätzt. Hab gehofft, dass ich ganz einfach durch die Kurve fetzt. Doch dann fiel ich um und ich schaute schön dumm. Hoho, es kommt, wie es kommen muss. Und wenn ich falle, rutsche ich bis zum Schluss. Das ist so blöd. Oh, rot. Oh, Maser. Führerschein und Nicht-Führerschein. Ja, wenn ich jetzt gebremst hätte, dann hätte sie mich über die, hätte mich über die Kreuzung geschoben. Oh. Versetzt. Ja, wo fahren wir denn hin? Muss hier jemand abladen? Fähre. Ach so, nee, stimmt, der schickt mich ja anders. Ich war ja gerade schon am Bremsen hier. Der würde mich jetzt erst hier in Finnland runterschicken, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Also ich roll nur und komme Benny verdammt nah. Ja, weil ich auch aktuell 60 fahre. Warum? Weil ich nicht schneller fahren kann. Ich stehe auf dem Gas. Oh, da bleibt er wieder stehen! Wer? Ich. Ach so. Warum? Weil ich Benni vorgelassen habe. Da kann man parallel abbiegen. Ja, ja. Also das du hast breit genug. Nick und ich haben das oft genug schon vorgemacht. Da hattest du Platz gehabt. Ist doch, macht doch keinen Spaß, der Konvoi, wenn nicht einer immer stehen bleibt. Hat der Gerta gar keine Herausforderung, wenn alles glatt läuft. Ist doch langweilig. Ich war kurz zu der Stelle. Mach das. Wieder?
Ich hätte doch diesen komischen, dass ich da einmal quer rumgeflogen. Ich weiß auch nicht, was die Kiddies da veranstalten. Ernsthaft? Was denn? Mario fährt mal richtig. Wie richtig? Ach so, richtig. Aber da kommt so ein fieser Hubbel. Meinst du, der fährt nach Geschwindigkeit oder was? Nee, der ist mal richtig zur Fähre gefahren. Ach so. Tja. Und du nicht, oder was? Nee. Bin auf dem Parkplatz draufgefahren. Oh, jetzt sagt's wieder das Navi. Lass uns eine Route finden. Route ja. Neu berechnen. Hier sagt's gar nichts. Das wird bei dir gleich auch was sagen. Nach Holmsund. Ach, hier ist auch schon eine Collision Zone. Ernsthaft? Was denn? Mein Navi hat auch gerade gesprochen. Ja, Moment, deine Hupe geht auch jetzt wieder. Neue Route finden. Holmes. Holmes. Also ich finde das ja richtig lustig. Oh, so. Der Zug geht. Jetzt geht die Hupe nicht mehr bei mir. Ja, pass auf, warte mal. Bei mir geht's ja gleich wieder. Achso, oh, nee. Sind alle da? Ja. Jawohl. Jawohl. Das Ding ist aber auch nicht höher als unbedingt nötig. Nur der Ablader kann ja dann mal vorfahren, ne? Boah! Sven! Wenn du da halb einschläfst? Ja, ehrlich. Kann ich ahnen, dass da so ein Pimmock von hinten kommt, ey. Ja, muss halt mal Gas geben. Das kann er nur auf geraden Strecken. Genau. Endlich mal kein Regen. Ich habe Regen ausgeschaltet, deswegen habe ich die ganze Zeit keinen. Ich habe ihn auch ausgeschaltet. Ui. Oh. Parken sie schon wieder. Leicht. Nee, ja. Er hat eine eigenartige Art gehabt, um den Kreisverkehr zu fahren. Auf vier Reifen. Oder vielleicht hat der Nico sich überschätzt. Ich hatte eine leichte Schräglage gehabt, das ist richtig. So, guck mal, hier ist rot. Die kann man so schön mit Geschwindigkeit ausfahren. Oh, mit 110. Da braucht man gar nicht geradeaus und drüber heißt. Die stehen da! Ja, weil hier rot ist! Grün! Was denn? Da war knapp, Gerd. Da war noch Luft zwischen, da passt sogar noch ein dicke Bild durch. Hätte ich jetzt gesagt, das dicke Bild von Mayo, dann wäre wieder böse gewesen. Aber das war ja eigentlich das, was du meintest. Oh, bei mir heißt es geradeaus. Bei mir auch. Tschüss. Aber muss hier nicht irgendwer abladen oder so? Ach so, ja, stimmt. Ich? Ja, dann fahren wir geradeaus weiter ein Stück. Ja. Ja, wir müssen eh wieder zurück hier.
Ja, aber wir müssen ja jetzt gleich zu mir, ne? Ja. Dann kann man auch hier wenden, ne? Kann man hier wenden? Ja, hinter der Brücke kann man wenden. Ja, ich fahre jetzt hier ab, dann da hinten wieder drauf. Wieso? Aber wir müssen komplett zurück, oder wie? Ja. Na dann. Einmal links rum, Nick, und dann. Ja, ja, also wie sowas funktioniert, habe ich schon verstanden mittlerweile. Zwar nicht, wie man es selber baut in City Skylines, aber wie man es benutzt schon. Jetzt bin ich aber entsetzt. Ah. Weltkarte. Route zurückwärts. Da läuft eine Gruppe Menschen, eine kleine Demo. Dürfen die hier in Schweden überhaupt in so vielen Leuten laufen? Guck mal, ob ich von hier irgendwas hab. So, ich glaube, das nächste Abladen ist schon wieder für mich, oder? Nee, für mich. Wo musst du denn hin? Ach ja, Ernst Kölzwick. Ernst Kölzwick und ich muss runter zu dem Logo rechts an der Tankstelle da. Dieses orangene. Ich hab, Norfood. Ja. Möglich. Guck mal, ich fahr jetzt Ketchup. Ich fahr Mayo. Vielleicht haben wir uns überschätzt. Doch, ich glaub, die Kondition. Gehofft, dass aus den Differenzen Liebe wächst. Doch ich weiß nicht, ob das reicht. Dieser Blinkertakt ist echt Hammer. Nacht. Jo. Das auch. Ist der Auftrag direkt hier. Komm, stehe ich hier und parke, kommen sie von nah und fern. Nein, komm, stehe ich hier und singe, da kommt ein Bayern-Schwein. Ich komm ihn nie beherrsche, ich hau ihm Aal rein, komm auch du, schlag zu. Juhu! Warum klappt das mit dem Nico eigentlich erst jetzt? Ich weiß es auch nicht. Hat dich Sohnemann falsch beraten? Das kann sein. Hat Sohnemann das wieder nicht ans Laufen gekriegt? Ja, tja, ich weiß auch nicht. Aber jetzt hat's geklappt. Doch 1376 Kilometer. Ja, und ich werde jetzt nebenbei Chips knabbern. Machst du das jetzt eigentlich wie Humor in der einen Folge? Wo Humer das Gewicht über 200 Kilo erreichen musste, damit er von zu Hause aus arbeiten kann? Ich sag jetzt mal lieber nix. Ja, ich finde das so cool. Er muss dann testen, ob das Essen fettig genug ist. Dann musst du das Essen an der Wand reiben und wenn die Wand durchsichtig wird, dann ist es richtig fettig. Ihr seid so scheiße. Kann da nix für. Simpsons ist halt einfach Kult. Es geht nicht um Simpsons, es geht darum, dass du scheiße bist. Was, wenn man Simpsons zitiert, ist man scheiße? Nein. Wenn man das Zitat grundlegend auf mich anwendet, ist man scheiße. Würde ich doch nie nicht. Hast du die Chips-Tüte mal an der Wand gerieben? Also wir werden beim Podcast am 24.10. definitiv mal sprechen müssen. Ja, sonst wäre sehr langweilig. Über deine Chips? Ich habe noch keinen Podcast gehört, wo sie sich angeschwiegen haben.
Da werde ich mich dann mal so richtig auskotzen, wie dreckig es mir unter den Marionetten geht, ey. Obwohl ich immer Chef bin. Ja. Wenn ihr könnte, würde ich jetzt eine Küchenrolle reichen, wegen der Tränen. Der braucht doch keine Küchenrolle. Toilettenpapier. Ihr seid so nett. Deswegen liebst du uns ja so. Warum machst du den ganzen Scheiß hier mit uns? Ich hab euch zum Fressen gern. Ich bin nicht fettig genug. Deine Haare schon? Nö. Definitiv nö. Nö. Gerd? Sie? Das Bild in der Völkerverständigung. Ist doch aus dem letzten Jahr, oder? Von dir. Ja. Nein, von vor 2 Jahren ist das. Wo wir Bratwurst essen waren und so, das war von vor 2 Jahren. Letztes Jahr waren wir nicht. Moment. Hä? Ich meine von Gerd. Ach so. Hab ich doch auch gerade gesagt. Das war letztes Jahr, ja. So, der Herr Kleineberg schließt auf.